geht los. Ja. Das Green Network der Energie AG, der Nordseeschule St. Peter-Ording und der ökologische Fußabdruck sind jetzt unser Thema. Das ist nicht ganz meine Schuhgröße. Ich habe nämlich 46. Aber mein Kollege Nils Sörens von RSA, der hat Schuhgröße 53, das könnte schon fast passen. Was ist denn ein ökologischer Fußabdruck? Der ökologische Fußabdruck zeigt im Prinzip, was für eine Spur man denn auf der Erde hinterlässt als einzelner Bürger. Und da geht es natürlich darum dann bei uns, dass man diesen Fußabdruck einfach mal nehmen lassen kann. Also dass der mal ausgewertet wird anhand spezieller Fragen, die man da im Laptop eingeben kann. Und dann bekommt man eben ein Ergebnis, wie groß der Fuß denn ist und ob unsere Erde denn reichen würde. Und für den Bundesdeutschen würde das nicht reichen, sondern da bräuchten wir mal mindestens zwei Erden, wenn alle so leben würden, wie wir Deutschen. Was für Fragen sind da drin? Wisst ihr das nach dem Motto, was für Fragen kommen da auf einen zu? Was wird so gefragt, um zu gucken, was man eigentlich verbraucht oder ähnliches? Also es fängt an bei so Basisdaten wie der Größe des Hauses bzw. der Wohnung und wie viel Strom man eben etwa verbraucht, ob man mit Pellets heizt, ob man mit Heizöl heizt. Das sind eben solche Basisdaten und das geht dann weiter über Ernährungsverhalten und auch Wäre denn dein Fußabdruck größer als der von Herrn Witt oder kleiner? Ich glaube, das nimmt sich nicht wirklich viel. Das ist alles in einem sehr engen Rahmen. Wir haben das alle mal durchexerziert und das ist ungefähr bei allen 2,5 Erden, würden wir verbrauchen. Das ist ganz knapp unter dem deutschen Durchschnitt. Und es ist sehr erschreckend, dass man so viel Platz brauchen würde. Aber man kann auch nicht unter einem bestimmten Wert kommen. Es geht gar nicht in einem so industrialisierten Land wie Deutschland. Da kann man den optimalen Wert nicht erreichen. Jetzt muss ich sagen, Green Network haben wir da hinten dran stehen. Das T ist verbunden in den Baum. Was ist denn das Green Network? Ist das Ihr Projekt an der gesamten Schule oder was verbirgt sich dahinter? Also wir sind eine Energie AG bei uns an der Schule, bestehen aus Lehrern, vor allen Dingen Schülern. Das sind die beiden Chefinnen unserer Energie AG und auch aus Eltern teilweise. Und das ist einfach unser Name, weil Energie AG uns zu langweilig war. Und da hatten wir einen Wettbewerb und das ist unser Name geworden und das ist jetzt auch unser Logo. Und das zieht sich durch die ganze Schule durch? Ja, also wir haben auch Schüler aus allen Klassenstufen dabei und eben auch Lehrer. Und über die Hausmeister reden wir nochmal, die waren eingeladen, waren nicht dabei. Das fand ich eine gute Antwort. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass immer alle mit im Boot sitzen. Das bringt nämlich nichts, dass einer steuert und wenn keiner rudert, passiert auch nichts. Genau so ist es. Dann drücke ich Ihnen weiterhin die Daumen, euch auch. Dankeschön. Danke. Wir hören von Ihnen. Dank. Toll, danke.